Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich in dieser neuen Location. Wir sind ja jetzt schon seit 12 Jahren in Berlin unterwegs, an immer neuen interessanten Plätzen. Jetzt sind wir mal wieder, ich glaube, in Kreuzberg gelandet. Schöneberg, okay, auch gut. Ich glaube, in Schöneberg waren wir noch nicht, aber wir waren schon in Kreuzberg, wir waren schon am Prenzlauer Berg, wir waren schon überall und ich glaube, das ist ganz gut, weil jeder Platz wieder so seine eigene Energie bringt. Jeder Kiez hat so sein eigenes Kollektivbewusstsein. Und das ist auch schon gleich ein Thema, über das ich heute auch mitsprechen möchte. Das Thema ist ja ganz, ich glaube, sehr aktuell und sehr interessant, nämlich die Beziehung zwischen individuellem und kollektivem Karma. Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr einen Vortrag über Karma. Aber diesmal soll es um das gleiche Thema eben aus dieser Perspektive herausgehen. Und das berührt dann aber Fragen, die sich auf uns selber beziehen. Also wer sind wir und was haben wir überhaupt für eine Vorstellung von Wirklichkeit? Und ich möchte erstmal so fragen, was ist überhaupt Karma? Und wir haben da häufig aus unserer modernen Perspektive heraus ein sehr mechanistisches eine sehr mechanistische Vorstellung, eine fast kausale Vorstellung, dass wir irgendwie sagen, ja, das Gesetz des Karma, das kennt man ja fast schon aus der Physik, Aktion und Reaktion. Es geschieht etwas, eine Aktion und dann gibt es darauf eine Reaktion. Das ist bekannt aus der Physik, das ist das Prinzip der Kausalität. Nur, dass wir beim Karma davon ausgehen, dass dieses Prinzip von Ursache und Wirkung, dieses Kausalprinzip, dass es irgendwie auch auf einer ethischen Ebene funktioniert, auf einer ethisch-moralischen Ebene. Dass sozusagen dort eine Instanz im Universum ist, die in der Lage ist, die Qualität unseres Handelns zu bewerten und dementsprechend das Geschick dieser Welt so zu lenken, dass es doch irgendwo diese Gerechtigkeit gibt oder diesen Ausgleich, den wir ja wohl im Leben häufig vermissen. Wenn man sich so das Leben anschaut oder wenn man sich so die Geschichte der Menschen anschaut oder die Geschichte der Menschheit, dann kriegt man viele Eindrücke, aber nicht unbedingt, dass es da gerecht zugeht im einzelnen Fall. Und wir sehen so viele Schicksale von Menschen, die wir einfach so für sich betrachtet überhaupt nicht verstehen und immer wieder fragen, warum? Warum geschieht das einem Menschen? Gerade wenn Kinder leiden oder Menschen, wo wir sagen, die sind wirklich unschuldig. Und häufig haben wir diesen Reflex, wenn wir sehen, dass einem Mensch etwas widerfährt, wo wir in seinem Leben keine Ursache für finden, fragen wir diese Frage: Womit hat er das verdient? Ja. Warum gerade dieser Person? Häufig fragen wir das sogar auf uns selber bezogen. Ich kenne diesen Satz in allen Sprachen der Welt. Oh mein Gott, warum gerade passiert das gerade mir? Auf Kroatisch heißt das Bojemoj, ajme meni. Den Satz kenne ich so gut, weil er mich selber mein Leben lang begleitet hat. Wenn immer was Blödes passiert, was jetzt überhaupt nicht in Kram passt, fragt man sich, warum gerade ich? Ich erinnere mich noch wie heute, als ich vor 25 Jahren plötzlich mein Knie nicht mehr richtig funktionierte und ich operiert werden musste, sagten die Ärzte zumindest, danach wurde es nicht besser, sondern eher schlimmer. Und ich habe nur noch alle Leute mit Krücken rumlaufen sehen und obwohl ich dann auch gesehen habe, dass die meisten Menschen eigentlich keine Krücken haben. Und ich fragte mich immer, warum habe ich dieses Problem? So, also man stellt diese Frage nach dem Warum. Also der Mensch hat dieses Bedürfnis, die Ursache zu verstehen. Warum geschieht mir etwas, was scheinbar überhaupt keine Ursache erkennen lässt? Ich habe ja nichts getan, um mir das zu verdienen. Und deswegen ist das Gesetz des Karma in der Ausprägung, wie wir es jetzt aus dem indischen Kulturkreis heraus kennen, aus der vedischen Philosophie, da kommt das Wort ja her aus dem Sanskrit, Karma. Das Wort bedeutet ja sowas wie Handlung.
das Karma ist das Handeln eines Menschen. Also erstmal ein sehr genereller Begriff, die Sanskrit-Wurzel Krit, etwas ist getan, steht dahinter. Also das Wort Karma, das klingt, als wenn dann das eine große Philosophie, aber es bedeutet einfach Handlung, das Handeln. Und der Wunsch des Menschen, ja, das Handeln zu verstehen und zu verstehen, was auf Handeln folgt. Und in der indischen Ausprägung, und das hat dann über den Buddhismus seinen Weg ja auch nach China und nach Japan und überall hin gefunden, dieses Konzept von Karma, geht ja dann in die Richtung, dass wenn ich nun in diesem Leben schon keine Ursache finde, dann muss es eben vorher in einem vorherigen Leben eine Ursache geben. Sodass es doch erstens die Frage beantwortet wird, warum passiert es? Warum passiert es mir? Warum passiert es jemand anderem? Eigentlich, wenn einem so tolle und gute Sachen im Leben passieren, fragt man relativ selten, warum passiert mir das gerade? Das nimmt man häufig als relativ selbstverständlich hin. Also mir geht das zumindest so. Wenn ich mal so reflektiere, denkt man sich, ja, das habe ich verdient. Nicht? Ich bin ja ich. Wieso sollte mir das nicht zufallen? Aber wenn dann die anderen Klopper kommen, ja, dann ist man sofort alarmiert und fragt sich, ja, warum mir? Es hätte ja auch jetzt jemand anderen, hier sind so viele Leute, warum passiert das gerade mir? Ne? Aber da sind wir also ein bisschen subjektiv, wie eigentlich immer. Und fragen aber immer diese Frage, ne, warum? Das ist die eine Frage, die Frage nach dem Warum. Und die andere Frage, die hängt natürlich damit zusammen, ist so diese Frage, ist diese Welt irgendwie gerecht? Gibt es da einen Ausgleich? Gibt es da eine Ordnung? Also wenn wir über Ordnung nachdenken, dann denken wir auch immer über Gerechtigkeit oder Ausgleich nach. Zum Beispiel Ordnung, da denkt man ans Ordnungsamt. Ne? Das soll so ein bisschen Ausgleich herstellen, dass nicht jeder einfach parkt, wo er will und ja, dass also die kleinen Sünden auch sofort bestraft werden. Also ja, oder der Staat, der stellt eine gewisse Ordnung her. Und ein Ausgleich, ne? So ein Sozialausgleich irgendwie soll er herstellen. Also er soll irgendwie die Ordnung wahren. Das ist so die Aufgabe. So. Und wir stellen uns das Leben und das Universum eigentlich auch so vor, ne? Dass da irgendwo eine Instanz ist, die Ordnung bewahrt und die einen Ausgleich schafft, wie eine Art Gerechtigkeit, wie eine kosmische, ethische Instanz. Menschen sagen dazu Gott. Und ich habe das in meinem letzten Vortrag, das möchte ich an dieser Stelle nicht mehr so vertiefen, über das Karma hier, war das für mich das zentrale Thema eigentlich, zu zeigen, dass das Karma-Gesetz ein zutiefst religiöses Konzept ist, das also ohne den Gottesbegriff gar nicht auskommt. Also es bedarf dieser gerechten Ausgleich und Ordnung schaffenden, intelligenten Instanz im Universum, sonst gibt es kein Karma. Also irgendein unpersönliches Naturgesetz wie E gleich M mal C Quadrat oder das Gravitationsgesetz, ja, das können wir uns nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Form in der Lage ist, so komplexe Verhaltensweisen und Qualitäten menschlichen Handelns zu beurteilen und dann miteinander in Beziehung zu setzen. Das können wir uns nicht vorstellen. Dann bedarf es eigentlich immer so eines wertenden Wesens, das ein Gefühl hat für was richtig ist und was falsch ist, was gut ist und was schlecht ist. Das kann man ja, selbst ein Richter, der irgendwo im Gerichtssaal sitzt und sich jetzt 22 Tage angehört hat, was die beiden Parteien zu sagen hat und der Staatsanwalt und der Verteidiger, und letztlich braucht der ein gutes Gefühl für Recht und Gerechtigkeit, sonst kann er kein guter Richter sein oder keine gute Richterin. Das ist ganz entscheidend. Also rein vom Verstand geht das fast alles gar nicht. Und deswegen diese Dimension vom Karma, also das ist ein Aspekt, den ich in dem letzten Vortrag sehr stark hervorgehoben habe. Heute geht es mir ein bisschen um eine andere Dimension des Ganzen, also stärker auf uns selber bezogen, stärker auf unser Hier und Jetzt Sein, auf das, was wir jetzt sind. Und da möchte ich gerne meinen Lieblingspsychologen C.G. Jung sinngemäß zitieren, der so einen unglaublich klugen Satz gesagt hat. Nämlich, was immer ich
bewusst und aktiv nicht in mein Leben integrieren kann. Das begegnet im Inneren. Das begegnet mir im Äußeren als Schicksal. Was immer, mal im Englischen, auf irgendeinem Grund habe ich diesen Satz, Jung hat sehr viele Interviews in Englisch gegeben, whatever I cannot engage inside. I will meet outside as destiny. Or it will meet me. Also was immer ich im Inneren nicht, ich sage aktiv und bewusst verarbeiten kann. Was aber zu mir gehört, das erscheint mir im Äußeren als Schicksal. Das begegnet mir im Äußeren als Schicksal. Und dieses Wort Schicksal, das würden wir ja auch, wenn wir im Sanskrit nach einer Entsprechung suchen, mit Karma übersetzen. Also mein Karma, sprich das, was mir von außen als Reaktion auf mein Sein, auf mein ganzes Sein, mit meiner ganzen Geschichte, mit meiner Vergangenheit, mit meiner Gegenwart und auch mit meiner Zukunft, mein Jetztsein, mein So-Sein, das Äußere, was mir hier begegnet, ist das, vor allem wenn ich es als schicksalshaft empfinde, das sind ja gerade die Dinge, die man nicht ändern kann, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo man das Gefühl hat, oh, ich glaube, ich bin gemeint. Das sind die Teile von uns selber, die zu uns gehören, die wir im Inneren nicht aktiv und bewusst verarbeiten konnten. Ich finde das englische Wort, we could not engage it inside. Mir fiel für dieses engage, aktiv und bewusst. Ja. Aktiv und bewusst bearbeiten oder verarbeiten. Das heißt, da erscheint etwas, was eigentlich zu mir gehört, was eigentlich etwas Inneres ist, auf der Bühne da draußen. Und ich habe das Gefühl, und ich glaube, daran erkennt man dieses Schicksal, dass ich gemeint bin. Ich fand diesen Satz, diese Idee, also da passiert etwas da draußen und ich bin gemeint. Also das resoniert bei mir sehr stark. Dieses Wort habe ich von Erich Neumann, einem Psychotherapeuten und Schüler von C.G. Jung. Ja, wenn man so das Gefühl hat, man geht durch die Welt und hat das, ich bin gemeint. Ja. Da passieren Dinge, die eigentlich mit mir gar nichts zu tun haben. Aber ich merke, oh, ich bin gemeint. Ja, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung für das, was eigentlich im Leben passiert. Ne. Und wenn man dieses Gefühl hat, oh, ich bin gemeint, dann merkt man, aha, ich bin mitten im Leben. Ne, da passiert was. Das muss nicht immer toll sein, das kann auch nervig sein, aber dieses Gefühl, ich bin gemeint, weil dann merkt man plötzlich, ich bin gemeint, also dieses Universum ist nicht, wie Jacques Monod, das war ein Biologie-Nobelpreisträger, so schön gesagt hat, dieses Universum, er hat gesagt, wir sind wie Zigeuner am Rande eines Universums, das taub ist für unsere Musik, für unsere Leiden, und für unsere Verbrechen. Und der Mensch muss endlich aus diesem jahrtausendalten Traum aufwachen, sagte er, dass das Universum nur ein Deut auf ihn gibt. Das ist, so sagt er weiter in diesem berühmten Buch Zufall und Notwendigkeit, das ist die grausame Erkenntnis der modernen Naturwissenschaft. Und deswegen wendet der Mensch, der das erkennt, sich in Schrecken von ihr ab. Also er hat das richtig zu Ende gedacht. Wenn man so das moderne naturwissenschaftliche Weltbild so nimmt, mit seinen streng kausalen Naturgesetzen. Und wenn mal was nicht kausal ist, dann ist es Zufall. In der Quantenphysik haben wir immer zufällige Ereignisse und kausale Entwicklung. Aber weder die Kausalität meint mich, die ist also absolut unbarmherzig und mechanistisch, also wie eine Maschine. Noch der Zufall kann mich meinen, der ist ja zufällig. Der meint niemanden.
Der hat auch keine Richtung. So, dieses Universum meint mich nicht. Das interessiert sich nicht für mich. Ich kann singen, das interessiert sich nicht. Ich leide, das interessiert sich nicht. Und noch schlimmer, ich kann Verbrechen begehen, das interessiert mich auch nicht. Also was ist da mit Karma? Das war seine, er sagte, das kann der Mensch nicht ertragen. Und deswegen, dieses Buch wurde von einem bekannten Journalisten als das wichtigste Buch des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Weil er so radikal dort die Konsequenz des rein mechanistischen wissenschaftlichen Weltbildes darstellt. Und deswegen, um aus diesem mechanistischen, unpersönlichen, etwas kalten Verständnis vom Leben oder Gefühl vom Leben herauszukommen, muss man das Gefühl haben, ich bin gemeint. Das Leben meint mich. Das Universum in irgendeiner Form, das meint mich. Ja, es ist vielleicht idiotisch, dass man denkt, diese Sternschnuppe da oben, die fällt jetzt gerade deswegen, weil ich hingucke, damit ich mir was wünschen kann. Oder ja, also der Vulkan ist deswegen ausgebrochen, damit mein Flugzeug nicht abheben konnte und ich deswegen hier bleiben konnte und die Liebe meines Lebens getroffen habe. Oder was auch immer. Aber dieses Gefühl, das Universum meint mich. Und damit meint man ja gar nicht das Universum, das mich meint. Sondern, wen meint man? Was meint man eigentlich? Man bekommt aber ein Gefühl, dass da ein Gegenüber ist. Und dieses Gegenüber bin nicht ich. Dieses Gegenüber ist nicht Ego, sondern es ist Non-Ego. Es ist nicht Ego. Dieses Gegenüber ist nicht ich im Sinne von bewusstes Ich, sondern es ist das Nicht-Ich. Es ist das absolut andere. Für das der Mensch immer Namen und Formen und Vorstellungen gefunden hat und gegeben hat, weil er ohne diese Vorstellung gar nicht leben kann, weil er ohne diese Vorstellung verloren ist in diesem Universum. Gott, kosmische Gerechtigkeit oder einfach Karma. Zumindest das Karma-Gesetz kümmert sich um mich. Zumindest das Karma-Gesetz interessiert sich für meine Musik, und für meine Leiden und für meine Verbrechen. So, aber aus dieser Perspektive heraus, dass wir sagen, ja, das Karma, das Schicksal, das mir von außen begegnet, das mich meint, diese teilweise so, ach ja, diese äußere Wirklichkeit, an der man nun absolut gerade nichts ändern kann, so gerne man das wollte, ne, die ist letztlich nur das, was zu mir gehört, was ich im Inneren nicht bewusst und aktiv verarbeiten oder bearbeiten oder wahrhaben wollte oder zu mir gehörig erkennen konnte oder wollte. Das finde ich ist ein starkes Konzept. Das setzt eine starke Erkenntnis, das setzt unser Inneres mit diesem Äußeren, zwei Dinge, die so unterschiedlich erscheinen, dass sie nicht mehr unterschiedlicher sein könnten, so direkt miteinander in Beziehung und so zwingend. Und es gibt auch eine Perspektive, dass diese Wand, an der wir uns die Köpfe blutig schlagen würden, wenn wir sie nicht als reale Außenwelt akzeptieren würden, dass diese Wand letztlich, so sie mich irgendwie meint, nichts anderes ist als die äußere Manifestation eines Teils von mir, den ich nicht wahrhaben möchte. Wände sind natürlich besonders geeignet, gerade im übertragenen Sinne. Sie sind Mauern. Sie begrenzen einen Raum, was manchmal ganz angenehm ist. Weil keine Ahnung, was dahinter stattfindet. Dann ist es uns auch egal. Es ist ein anderes Universum. Die können da toben und eine Katze braten oder irgendwas. Ja? Wenn da die Wand nicht wäre, wird uns das total stören. Aber so ist kein Problem. Ja, und das sind ja noch harmlose Mauern. Ne? Aber in der Geschichte sind so viele Mauern gebaut worden. Und heute ist das gerade wieder total populär, so als Idee mit den Mauern. Riesige Mauern, Stacheldrähte, Selbstschussanlagen waren populär, sind es im Moment nicht, aber wer weiß. Diese Tendenz, Mauern zu bauen, ja, als Manifestation des nicht bewältigten Inneren, dieser Mauern im Inneren. Nichts anderes.
Da gibt es wieder einen schönen Satz, ihr mögt mir das verzeihen, von C.G. Jung. Der sagte, der Unterschied zwischen mir und den anderen Menschen, danach wurde er mal gefragt, ist eigentlich nur der eine, dass die Wände meines Hauses durchsichtig sind. Die sind transparent. Er benutzte das Wort transparent. Was meint er denn damit? Er meint das Haus natürlich als Metapher für unser Leben. Und jeder hat verschiedene Räume in seinem Leben. Im Haus seines Lebens hat er nicht nur verschiedene Räume, sondern auch verschiedene Etagen. Und da gibt es Etagen im Haus unseres Lebens, die haben wir überhaupt noch nie besucht. Stellt euch mal vor, ihr lebt in so einem alten Schloss aus dem 11. Jahrhundert. Ja, und entdeckt plötzlich eine Geheimtür, wo es in verborgene Schächte und in verborgene Geschosse gibt. Wie aufregend. Wir haben mal so ein, auf einem Schloss, wo wir vor 20, über 25 Jahren gelebt haben, so einen verborgenen Schacht gefunden. Und da ging es dann in unterirdische Bereiche. Und dort war ein riesig großer Pilz. Bestimmt so groß. Da entdeckt man tolle Sachen. Und Jung hatte diesen Traum. Der hat geträumt, dass er in einem Haus war. Das war sein Haus. Und da gab es ein Geschoss, in dem er lebte. Und da war er, das war ihm alles sehr vertraut. Dort lebte er. Es waren sogar zwei Geschosse. Aber eines Tages entdeckte er diese Treppe nach unten. Und da ging es in ein Untergeschoss. Das hatte er noch nie bemerkt. Und dieses Untergeschoss war schon nicht mehr so exquisit und modern eingerichtet wie die beiden oberen Geschosse, die er selber gestaltet hat. Also er lebte ja eigentlich an einer Villa am Zürichsee in sehr guten Verhältnissen und umgeben von Luxus und wunderschönen Büchern und schönen Möbeln. Und das fand er auch in diesen beiden Etagen. Aber dann entdeckte er eben diese darunterliegende Etage. Und die war sehr karg. Die war sehr karg eingerichtet. Die erinnerte ihn nicht mehr an das beginnende 20. Jahrhundert, sondern das war so, keine Ahnung, vielleicht so 17. Jahrhundert. Ja, es war keine, also technisch sehr viel einfacher und gröber. Und dann stellte er fest, das geht noch tiefer. Da gibt es nochmal eine Treppe runter. Und plötzlich hatte er eine Umgebung, die war eher so, ja, so romanisch oder so. Also alles Stein, also nichts mit Tapeten oder Holzverkleidung. Es ging noch tiefer. Nicht? Und in der tiefsten Ebene, das erinnerte ihn wie eine Höhle. In der Steinzeit oder so. Mit einem ausgegangenen Lagerfeuer vielleicht. Und dort lagen zwei Skelette. Die da mit Sicherheit schon seit Hunderttausenden, Zehntausenden von Jahren, keine Ahnung. Also schon sehr, sehr, sehr lange. Das war wie eine Reise in die Vergangenheit. Diese Reise in die Tiefe. Diesen Traum hat Jung seinem damaligen Kollegen und noch Mentor, schon mehr Kollegen als Mentor dieser Zeit, Sigmund Freud, erzählt. Freud hatte ein bisschen Probleme mit diesem Traum. Er hat ihn gefragt, wer sind diese beiden Leichen? Und er sagt, Jung musste was sagen. Er sagte, wahrscheinlich meine Frau und ihre Mutter. Irgendwie sowas. Aber Freud war damit nicht einverstanden. Er dachte, er hat darin eine geheime Tötungsabsicht, eine unbewusste Tötungsabsicht seines renitenten Zöglings gesehen. Hat er ihm nicht geglaubt. Aber das war zwischen den beiden eh schon zu spät. Und das Ganze ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und Freud, das weiß man, hat Jung dann 1912 verstoßen, nachdem dieser sein erstes großes Werk Symbole und Wandlung der Libido
herausgegeben hatte, wo Jung auch wusste, wenn er das veröffentlicht, wird Freud nie wieder ein Wort mit ihm reden. Und dazu kam es dann auch. Aber dieses Haus ist ein interessantes Bild. Weil als Freud, als Jung das träumte, waren offensichtlich die Wände und die Böden und Decken seines Hauses noch nicht transparent. Sondern er konnte nur zwei Geschosse eines 5-6-stöckigen Hauses bewohnen. Aber zumindest gab es Treppen und er konnte sie erobern und er konnte sie erkunden. Und er konnte sehen, oh, im Haus meines Lebens, im Haus meiner Seele, im Haus meiner Persönlichkeit, im Haus meiner Psyche, da gibt es Räume, die habe ich noch gar nicht entdeckt. Und die sind nicht so zivilisiert, die sind nicht so schön hergeputzt. Die sind archaischer, die sind älter, die sind erstmal mittelalterlicher und das geht bis zurück in die Steinzeit. Und da finde ich alte Kulturgüter, Scherben von Tonschalen, wie sie die Menschen in der Steinzeit vielleicht verwendet haben. Das ist alles noch da, das ist alles in mir. All diese tiefen Ebenen sind in mir. Das war ein Initialtraum für ihn, der ihm gezeigt hat, oh, die menschliche Psyche hat eine Tiefendimension, die hat Räume, die uns normalerweise nicht bewusst sind, weil wir Mauern haben, durch die wir nicht hindurchschauen können, in uns selber. Und das wohl aus gutem Grunde, sonst wären sie ja nicht da. Und so begann für ihn diese Reise in die Tiefe seiner eigenen Seele. Und er hat den Rest seines Lebens verbracht, um dieses Haus ganz und gar zu erforschen, um dort in die Tiefe zu gehen. Und diese uralten Schichten der menschlichen Psyche zu ergründen. Denn das interessiert uns ja. Wenn wir das mal auf diesen Satz, diese Definition von Schicksal und Karma zurückbeziehen, dann leben wir nur in zwei Etagen. Wir leben in der Belle Etage unseres Hauses, haben vielleicht noch ein zweites Geschoss, wo unsere Schlafgemächer sind, wo wir aber das, was da unten stattfindet, das wissen wir gar nicht, das kennen wir gar nicht. In den Tiefen unseres eigenen Daseins, unserer eigenen Psyche, unserer eigenen inneren Wirklichkeit. Und da ist eine ganze Menge. Da ist richtig was los. Und in dem Maße, wie wir das eben nicht integrieren können, in unsere eigene bewusste, aktive Erfahrung, in unser Fühlen, in unser Denken, in unser Empfinden, in dem Maße begegnet uns das im Äußeren als Schicksal, als Karma. Es ist in diesem Bilde nicht notwendigerweise eine Reaktion auf etwas, was wir in der Vergangenheit getan haben, sondern es ist ein Spiegel unseres Inneren. Und es ist ja interessant, dass wenn man das Gesetz des Karma auf dieses Leben anwendet, also auf das, was wir übersehen können, von der Geburt bis zum Tod, das funktioniert nie. Die vom Leben gesegnet sind mit allen möglichen materiellen und sonst wie Schätzen, da haben wir nicht häufig die Einsicht, dass die sich das jetzt wirklich durch ein besonders ethisches und anderen Menschen gegenüber wohlmeinendes Handeln sich verdient haben. Deswegen bedarf es ja der Projektion dieser Ursache-Wirkung-Ketten in die Vergangenheit. Genauso wie wir gerne das, was eigentlich im Inneren auf uns wartet, in die Zukunft projizieren. Ich habe hier mal einen Vortrag über Tod gegeben und habe dort eine kleine Studie des tibetischen Totenbuches vorgetragen mit den drei Bados, dem Chönyit-Bado, dem Chikai-Bado und dem Sitpa-Bado. Das sind diese drei Jenseitsphasen, durch die der Sterbende oder der Gestorbene dann hindurchläuft, bevor er wieder in einen neuen Körper sich nach tibetisch-buddhistischer Vorstellung reinkarniert. So diese Zwischenphase zwischen den Leben, dieses Jenseits. Das kann man tiefenpsychologisch gedeutet einfach unter das Leben klappen und als die Tiefendimension der eigenen Existenz, des eigenen Seins, der eigenen Psyche, der eigenen Seele wahrnehmen. Und es passt eins zu eins zu den drei Räumen, die C.G. Jung unterhalb seiner Belle-Etage in seinem Traum gefunden hat. Und so, ich
will hier nicht die Aussage treffen, es gibt kein Leben nach dem Tod. Ich möchte auch nicht die Aussage treffen, es gibt kein Leben vor der Geburt. Darüber kann ich nichts aussagen. Daran kann ich glauben oder ich kann gucken, ob es Beweise wird schwierig, aber Indizien dafür gibt. Und es gibt ganz viele Indizien. Darüber kann ich gleich auch noch ein bisschen sprechen. Aber das ist nicht wirklich so richtig empirisch für uns nachprüfbar. Und es bringt uns überhaupt nichts, irgendetwas in die Zeit nach dem Tod zu projizieren oder irgendetwas in die Zeit vor der Geburt zu projizieren. Obwohl es für die Menschen manchmal beruhigt. Mein Gott, was ist denn das wieder ein Schlamassel? Dann kommt jemand und sagt, oh, das ist dein Karma. Ach so, ja, dann geht's ja. Ja, das bringt gar nichts. Das erklärt genau gar nichts. Aber die Leute sagen, du gehst zum Heilpraktiker, ja, und der sagt, oh, das ist karmisch bedingt. Ah ja, okay. Wenn es karmisch ist, dann ist ja okay, dann ist ja gut. Ja, ja dann, das war die 90 Euro wert. Ne? Das ist karmisch. Unser Kameramann ist auch Heilpraktiker. Der erzählt den Leuten manchmal auch sowas. Das ist karmisch. Machen Sie sich keine Sorgen, das ist Karma. Ah ja, dann ist ja okay. Ja, das bringt gar nichts. Ja? Natürlich, so platt präsentiert das fast keiner. Fast keiner. Ne? Dann will man dann auch noch wissen, ja, was habe ich denn im letzten Leben gemacht? Ja, du hast eine zu heiße Suppe gekocht und hat jemand gegessen, hat sich den Mund verbrüht und deswegen hast du gerade Aften im Mund oder wie das heißt. Ne? Also, ah ja, okay, das erklärt alles. Er bringt aber gar nichts. Gar nichts. Aber es stellt irgendwie so diese kognitive Unsicherheit zufrieden. Viel wichtiger ist das, was jetzt ist. Was uns jetzt zugänglich ist. Was uns jetzt empirisch zugänglich ist. Was wir jetzt erfahren können. Also, und das ist genau, was diese Eingangsdefinition von Karma meint. Wenn ich dieses Drama da draußen in irgendeiner Form vielleicht nicht stoppen möchte, aber ein bisschen verstehen möchte und auch ein bisschen entschärfen möchte und nicht so das Gefühl haben möchte, ich bin dem ausgeliefert, dann muss ich das, was da draußen abgeht, zu mir zurückholen. Ich muss das, was ich nach draußen projiziert habe oder ins nächste Leben oder ins letzte Leben oder sonst wohin, ich muss das zu mir zurückholen. Ich muss mir das wieder aktiv und bewusst aneignen. Ich muss mir das anschauen. Ich muss das erleben, ich muss das erfühlen, erspüren, erfahren, empfinden, begreifen, anfassen. Und dann verändert sich was. Dann verändert sich Realität. Vielleicht ist die Mauer noch da, aber du kannst durch sie hindurchschauen und sie verliert ihren Schrecken. Vielleicht ist sie auch nicht mehr da oder du kannst durch sie hindurchgehen. Und das ist für mich eine absolut faszinierende Perspektive. Ich muss dann gar nicht mehr wissen, was nach dem Tod kommt. Ich muss dann gar nicht mehr wissen, was vor der Geburt war. Das kommt ja eh, das war ja eh. Vielleicht gibt es ja jenseits von diesem Leben zwischen Geburt und Tod? Gar keine Zeit. Dann erübrigt sich die Frage, was danach ist und was davor war. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass diese Wahrnehmung von Zeit, die uns so durchs Leben treibt, eine Berechnung unseres Gehirns ist. Und damit eine Funktion unseres verkörperten Bewusstseins, dass ich nun mal irgendwie mit diesen da draußen stattfindenden physikalischen Naturgesetzen arrangieren muss und die Zeit als Mittler nimmt zwischen den Dimensionen, die aber obsolet ist, wenn wir gar nicht mehr in diesem Kontext existieren. Nur ein Gedanke. Ja, so insofern ist es keine gute Strategie, irgendwie auf was zu hoffen, was nach dem Leben, nach dem Tod kommt, oder auf irgendetwas aufzubauen, was vor der Geburt war. Keine gute Idee.
der richtige Weg oder ein effektiver Weg, denke ich. Ein schlüssiger Weg ist, sich das anzugucken, was jetzt da ist. Und das zu sich zurückzuholen. Und das ist ganz wichtig, weil ansonsten leben wir in den Projektionen. Und diese Projektionen sind ganz verschiedener Art. Eine Projektion habe ich gerade schon genannt. Das ist nämlich das Karma, das heißt das Schicksal. Die im Äußeren manifestierte Materie. Diese Materie, der Fußboden, auf dem ich stehe, die Wand, gegen die ich laufe, diese Materie ist das, um das noch einmal überspitzt zu formulieren, was ich jetzt gerade nicht in der Lage bin zu fühlen und zu denken. Das war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis. Diese äußere, so massiv erscheinende Wirklichkeit ist genau das, was ich jetzt gerade nicht denken und fühlen möchte. Wenn ich anfange, das zu fühlen, das wahrzunehmen, dann ist das nicht mehr da in dieser unpersönlichen, teilweise bedrohlichen, begrenzten, beschränkenden Form. Das ist die eine Projektion von dem, was wir nicht denken und was wir nicht fühlen wollen. Und wir projizieren auch das, was wir nicht erleben, was wir nicht erfahren wollen im Leben. Das ist noch eine Stufe weiter. Das projizieren wir noch weiter raus. Nämlich in unser Gottesbild. Das, was wir tun sollen und das, was wir nicht tun sollen. Das, was wir erfahren dürfen und das, was wir nicht erfahren dürfen. Diese engen Grenzen, die wir uns selber setzen, projizieren wir in unser Gottesbild. Unser Gottesbild, wenn wir eins haben, und jeder hat eins, er mag es nur nicht so nennen. Einige Leute nennen das Materie, andere nennen das, das kann man nennen, wie man will. Ideologien sind häufig einfach nur verkappte Gottesbilder, wissenschaftliche Modelle. Einsteins Gottesbild, darüber habe ich einmal einen Vortrag gehalten, war die Kausalität. Das sind die Grenzen unserer Welt, die Grenzen des für uns Erfahrbaren, die Grenzen für das uns Denk- und Fühlbaren. Und Sprache hat viel mit Denken zu tun. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, hat Wittgenstein gesagt. So über die Sprache, das heißt die Logik, das Denken, das Fühlen, und die Bereitschaft, alles, was zu unserem Leben dazugehört, zu erfahren, definieren wir die uns im Äußeren begrenzende Wirklichkeit. Das ist die Materie, das sind aber auch unsere geistigen Konzepte und unser Gottesbild, unsere Philosophie, unsere Religion. Das sind äußere Konzepte, die uns begrenzen. Die uns aber dann natürlich auch Ordnung und Halt und Orientierung geben. Das tut die Materie, die sagt ja, wenn du aus diesem Raum raus willst, geht es nur da oder da hinten, habe ich noch nicht ausprobiert. Und da ähnlich und durchs Fenster wird es schwierig. Also der Weg ist ziemlich vorgezeichnet. Und genauso ist unser Weg im Geistigen oder im Spirituellen vorgezeichnet. Durch unsere Glaubenssysteme, durch unsere Gottesbilder, die wir in uns haben. Anders geht es auch nicht. Das ist ein Stück Kultur. Der Mensch ist durch Kultur und Sprache und Religion und Logik und Tabus, tief verinnerlichte Tabus, getrennt von den tiefen Bewusstseinsschichten und Aspekten seiner Seele in sich selber. Erst diese Dinge, die ich gerade erwähnt habe, unsere Sprache, unsere Kultur, unsere Religion, unsere Logik, die großen gesellschaftlichen Tabus, die ermöglichen uns auch erst dieses Leben auf dieser Bewusstseinsebene, auf dieser Ebene des differenzierten Ich-Bewusstseins und Ego-Bewusstseins, wo wir einfach nur Ich sein können. Und der Rest ist einfach mal egal.
wo wir einfach mal die Tür hinter uns zuschließen können. Und der Rest ist egal, ich bin ich. Diese Individualität, die sich so extrem herausdifferenziert hat. Das ist auch okay. Aber wenn man da auf dieser Ebene sein ganzes Leben lebt, dann ist das eben nur die Belle Etage. Und die tieferen Ebenen hat man nicht gesehen. Und das heißt, dass sie nicht da sind, das heißt, dass sie nicht wirken. Sie wirken als Karma, sie wirken als Schicksal. Ich glaube, ich wiederhole mich. Aber das ist immer wieder, kommt es zu diesem Aspekt. So, was ist ein Weg, um sich damit tiefergehend zu beschäftigen, um diese inneren Aspekte aktiv und bewusst zu integrieren? Vorher möchte ich noch einen Bezug herstellen zu dem Thema. Es geht ja nicht nur um Karma heute, sondern meine Inspiration zur Titelwahl heute war ja individuelles und kollektives Karma. Denn wenn wir Karma heute mal im Rahmen dieses Vortrags, im Rahmen dieser Überlegung definieren als das, was zu uns gehört, was wir aber im Inneren nicht aktiv und bewusst verarbeiten, bearbeiten und erfahren möchten und können, dann hat dieses Innere diese beiden Aspekte. Da gibt es ganz individuelle Themen, die unsere persönlichen sind, die unsere rein persönlichen Themen sind. Und dann gibt es in unserem tiefen Inneren aber auch Bereiche, die nicht mehr rein persönlich sind, sondern die kollektiv sind. Und da sind wir wieder bei der großen Entdeckung von Jung, nämlich dass er neben das individuelle Unbewusste, das Freud erforscht hatte, und die anderen großen psychoanalytischen Schulen in Wien, Viktor Frankl und Alfred Adler, erforscht haben, sondern dass er daneben eben eine tiefen Dimension, die tiefste Dimension des menschlichen Seins, der menschlichen Seele gestellt hat, nämlich das kollektive Unbewusste, die kollektive Psyche. Das ist in unserem Inneren, ganz tief in uns, große, aus der ganzen Menschheitsgeschichte heraus zu verstehende, überpersönliche, transpersonale Einflüsse gibt, die uns genauso beeinflussen wie die verdrängten unbewussten Inhalte. Erlebnisse und Erfahrungen, die wir vielleicht in der frühen Kindheit gemacht haben, die ins Unbewusste hinabgesunken sind und die jetzt immer wieder versuchen, ins Bewusstsein zu treten, aber die wir aus irgendeinem Grunde nicht lassen, weil sie vielleicht zu schmerzhaft sind. Das sind diese persönlichen Themen, diese individuellen Themen, die Ausdruck individuellen Karmas sind. Die bilden in diesem Bild unser individuelles Karma. Aber es wirken aus der Tiefe auch Einflüsse, die C.G. Jung die großen Archetypen nennt. Die kollektive, unbewusste Dimension des Menschseins besteht aus großen archetypischen Potenzialen, die gleichzeitig in das Leben aller Menschen hineinwirken. Ich habe dort ein schönes Zitat gefunden, ach ja, von C.G. Jung, der sagte, wenn in einem Punkt A etwas geschieht, das das kollektive Unbewusste berührt oder mit einbezieht, dann geschieht das gleichzeitig überall. Das heißt, wenn wir in unserem eigenen Inneren eine Dimension berühren, die archetypisch ist, wenn wir etwas ganz Großes in uns selber finden, einen mächtigen Einfluss, der nicht mehr rein individuell ist, wenn wir das bewusst erleben würden, würden wir sagen, ich bin einer Göttin begegnet, ich bin einem Gott begegnet. Ich bin einem kosmischen Wesen begegnet. Wenn wir das als Bewusste oder einem Dämon. Aber wenn diese Dinge passieren, dann passiert es gleichzeitig überall. Das ist, warum das I Ching funktioniert.
Weil wenn man das I Ching wirft, aus einem tiefen Bewusstsein heraus, dann manifestiert sich dort, welcher Archetyp gerade kollektiv wirkt. Ich war gerade in China und fliege jetzt bald wieder nach China, deswegen habe ich so viele chinesische Beispiele auch im Kopf, aus dem Taoismus, aus dem Tao Te Ching. Diese alten Kulturen, Indien, aber noch mehr China, waren sich sehr bewusst über diese tiefen Dimensionen des menschlichen Daseins. Das ist zunächst einmal auf dieser Ebene, ich komme gleich aus anderer Perspektive darauf zurück, diese beiden Einflüsse, die wir im Äußeren als Karma identifizieren können. Nicht alles sind persönliche Themen, sondern wir stehen auch immer wieder unter dem Einfluss von Archetypen. Zum Beispiel ein großer Archetyp, der im Leben von Menschen immer eine große Rolle spielt, ist der Heldenarchetyp. Wenn ein junger Mensch mit 17, 18, 90 plötzlich zum Helden werden muss, aus irgendeinem Grunde, dann ist das nicht unbedingt rein individuelles Karma, sondern er kommt unter dem Einfluss, natürlich durch seine persönliche Resonanz, eines Heldenarchetypen. Und der Held ist nicht unbedingt weise. Und die Archetypen, wenn sie ins individuelle Leben hineinwirken, wirken nicht immer in ihrer reinen Form, sondern sie sind durch die individuellen Resonanzen, durch die individuellen unbewussten Inhalte verzerrt. Welcher junge Mensch will nicht ein Held sein? Aber der Held ist nicht der Krieger. Der Held strebt nach eigenem Ruhm. Der will sich beweisen. Der will sich beweisen und der will sich der Welt beweisen. Der Krieger will sich nicht beweisen, sondern der Krieger handelt aus Verantwortung für andere. Immer unter Opferung, Aufopferung des eigenen Interesses. Das ist ein ganz anderer Archetyp. Der Held ist der unreife Krieger. Aber die meisten Menschen müssen erstmal Helden sein, um zum Krieger werden zu können. So im Leben eines Menschen wandeln sich die Archetypen, das heißt die kollektiven Einflüsse, die auf das einzelne Leben wirken im Laufe der Zeit. Jedes Alter hat seine Zeit, hat seinen Einfluss. Entsprechend der individuellen Resonanzen. Und genauso wandeln sich diese kollektiven Einflüsse, diese Archetypen, nicht nur im Leben eines einzelnen Menschen individuell, entsprechend seines Lebensalters, sondern auch in Bezug auf das Leben der Menschheit als solches, als Ganzes. Auf das Leben nicht nur der Menschheit als solches und Ganzes, sondern auch auf das Leben der Erde als solches und Ganzes. Wir sind ja auch nicht die ältesten Bewohner dieses Planeten. Da gab es schon Bewusstsein, da gab es auch schon kollektives Bewusstsein und Unbewusstes, bevor es Menschen gab. So haben wir nicht nur im Leben eines Menschen kollektive Einflüsse, die wirken und die einen auf diese Weise auch irgendwo unfrei machen und die einen in einer gewissen Weise auch von seiner eigenen Individualität trennen. Das, was uns von unserer Individualität trennt, das ist ja gerade auch das Kollektive, dessen wir uns nicht bewusst sind. Sobald wir uns bewusst werden über diese Einflüsse, können wir sie aktiv und bewusst auch integrieren und erfahren. Also erfahren und damit auch transformieren. Es sind dann also nicht mehr von außen auf uns zwingende Einflüsse als Schicksal, sondern wir können mit ihnen umgehen. Wir können mit ihnen verhandeln. Wir können mit ihnen kommunizieren. Das heißt nicht, dass wir alles ändern können, dass wir eine ganz andere Welt schaffen können. Aber wir können bewusst und aktiv in ihr leben, auf eine ganz andere Art und Weise. Dieser Heldenarchetyp, den finden wir heutzutage in einer ganz stark pervertierten Form, sehr stark verzerrt durch religiöse Vorstellungen, der ist da, der ist in jedem Menschen da und der ist ansprechbar. Er ist kollektiv und individuell ansprechbar. Das ist sehr leicht, vor allem, wenn du Menschen zusammenbringst. Das Kollektive Unbewusste ist sehr leicht, über diese Archetypen anzusprechen. Und das Karma wirkt auch über diese großen Archetypen. Und deswegen ist es wichtig, beide
Aspekt in sich selber zu erfahren. Das heißt, in sich selber die Schattenaspekte des individuellen Unbewussten, sein persönliches Unbewusstes zu erkunden und zu erfahren, aber gleichzeitig die transpersonalen Aspekte, die kollektiven Aspekte, die dort aus einer viel weiteren, viel größeren Dimension, aus dem Inneren in unsere Seele hineinwirken. Aber wie geht das? Ich habe dort mir viele Gedanken darüber gemacht und auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus hat dann etwas sehr resoniert in mir, nämlich eine kleine Einordnung von dem, was wir so im Leben machen, um daran zu kommen, um uns damit auseinanderzusetzen. Man macht ja so verschiedene Dinge, zum Beispiel die meisten Menschen setzen sich irgendwie mit ihren persönlichen Themen auseinander, in irgendeiner Form. Wer von euch hat schon mal eine Familienaufstellung gemacht? Ja, ganz viele. Ne? Wer war schon mal bei einer, braucht ihr jetzt nicht zu antworten, hat schon mal eine Psychotherapie gemacht oder hat schon mal Psychoanalyse gemacht? Das sind also so Möglichkeiten, oder einfach mit Menschen sprechen, mit Freunden sprechen, in der Beziehung, ja, sich mit seinen persönlichen Themen auseinanderzusetzen und seine personalen Themen aufzuarbeiten. Das ist eine ganz wichtige Arbeit, die häufig therapeutisch abläuft, die aber im Leben eigentlich so im Reifen, im Erwachsenenwerden eh irgendwo so abläuft. Aber das ist aber auch ein bewusstes Arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der so, ja, so im Rahmen personaler Therapie auf der einen Seite abläuft. Und auf der anderen Seite hat doch jeder Mensch, wahrscheinlich jeder, der hier sitzt, auch so etwas wie einen spirituellen Weg, den er geht, wo er Meditation praktiziert. Ja. Einige von euch rezitieren Mantras, einige von euch haben einen spirituellen Lehrer, einige sagen, ich bin eher buddhistisch orientiert oder andere Sachen, Leute machen Yoga. Also dieser spirituelle Weg, wo man das Gefühl hat, dadurch kommt man irgendwie voran im Leben. Das ist wichtig, dadurch habe ich meine höhere Connection, meine höhere Anbindung. Das sind so zwei Gleise im Leben, die bei den meisten Menschen, die so bewusster ans Leben herangehen, eine große Rolle spielen. Einige haben ja so traditionelle spirituelle Wege, die mögen sich sogar einer bestimmten Tradition oder Religion zugehörig fühlen. Die meisten machen das heute nicht mehr fanatisch oder ausschließlich, sondern wissen, dass die anderen auch okay sind und auch Wege sind. Und die meisten Menschen arbeiten bewusster oder also stärker oder weniger stark auch an ihren personalen Themen. Aber es gibt dazwischen einen großen Bereich, der diese beiden Themen miteinander verbindet. Und das ist der Bereich, der in der transpersonalen Psychologie als der Bereich der außergewöhnlichen Bewusstseinszustände bezeichnet wird. Das sind, wenn wir dieses Alltagsbewusstsein, in dem wir uns heute zum Glück getroffen haben, sonst hätte wahrscheinlich keiner diese neue Adresse gefunden, wenn wir die verlassen und durch diesen Filter hindurchgehen, den ich schon zweimal oder dreimal heute erwähnt habe, der besteht aus Sprache, der besteht aus Religion, der besteht aus Logik und der besteht aus Kultur und aus den Tabus und einer ganzen Struktur in uns selber, die uns auf dieser Oberfläche hält. Wenn wir es schaffen, die zu durchbrechen, durch die hindurchzugehen, dann erreichen wir den großen Erfahrungsraum, den außergewöhnliche Bewusstseinszustände, die Menschen erleben, wo plötzlich die Wände des Hauses transparent werden, wo sich plötzlich die durch das Ego extrem geordnete und gefilterte und fast schon eindimensional in einen Zeitablauf hineingepresste Wirklichkeit öffnet, in die tiefen Dimensionen unseres inneren Raumes. Und ich bin mittlerweile auch nach 30 Jahren spirituellen Lebens und vieler Arbeit im therapeutischen Bereich, Psychoanalyse, wo ich gesehen habe, ich muss persönliche Themen aufarbeiten,
zu, für mich selber zu dieser Verwirklichung gekommen. Es ist so wichtig, sich diesen Zwischenraum zu erschließen. Und ich möchte gleich ein bisschen darüber sprechen, was es da auch für Möglichkeiten gibt. Oder viele von euch haben das ja schon erfahren. Das lässt sich manchmal gar nicht vermeiden. Zum Beispiel ein Weg, wie Menschen Zugang zu diesem inneren Raum, Stanislav Grof hat das den holotrope Bewusstseinszustände genannt, weil sie in den Holos hineinführen, in die Ganzheit. Heraus auf der Aufspaltung des fragmentierten Alltagsbewusstseins, in der wir uns über den Verstand orientieren müssen und Navigationssysteme und so weiter. Also der Verstand ist ein solches Navigationssystem, hinein in tiefere Erfahrung, tiefere Zusammenhänge bis auf einer ganz tiefen Ebene Einheitserfahrung. Das heißt, Erfahrung, wo wir nicht mehr diese fragmentierte Wirklichkeit wahrnehmen, sondern zunächst mal sehen, wie alles miteinander in Verbindung steht. Wo wir zunächst mal sehen, wow, das ist ja alles sinnvoll. Das hängt ja alles irgendwie zusammen. Und dann auf einer tieferen Ebene sehen, wow, diese trennende Qualität, die Zeit hat, die gilt ja nur hier oben. Sobald ich durch diesen Filter hindurchgehe, sobald ich es schaffe, in diese mehr ganzheitlichen, tieferen, außergewöhnlichen Bewusstseinszustände oder in das, was man das Unbewusste nennt, sobald ich in der Lage bin, dort hineinzugehen, existiert diese Trennung nicht mehr. Der erste Schritt, als Physiker nenne ich das Quantum Entanglement oder wird das so genannt, Quantenverschränkung, ist, wie man sieht, dass alles miteinander verschränkt ist. Dass nichts zufällig passiert. Wenn du das siehst, musst du nicht mehr nach dem Sinn fragen, weil es ist offensichtlich. In dieser ersten Ebene gibt es noch Zeit. Aber die Zeit ist nicht mehr das, was linear abläuft und einen Augenblick vom anderen trennt, um dann wieder mühselig durch den Verstand rekonstruiert zu werden, durch die Erinnerung, sondern die Zeit ist dort wie ein Raum. Es ist ja alles gleichzeitig dort. Und erscheint sofort in seiner sinnvollen Verbindung zueinander. Die ganzen Momente deines Lebens erscheinen dir als eine sinnvolle Einheit. Auf einer noch tieferen Ebene ist die Zeit selbst in dieser Form, die immer noch trennt, nämlich in ihrer räumlichen Qualität auch nicht mehr vorhanden. Und es kommt zu noch tieferen Erfahrungen von Einheit und von Ganzheit. Eigentlich kann man sagen, dieser Weg nach innen, der hat einen Parameter. Nämlich in dem Maße, wie ich die Dinge nicht mehr getrennt voneinander wahrnehme, sondern in ihrer Beziehung erkenne und dann mehr und mehr in ihrer Ganzheit und zum Schluss in ihrer Einheit, in dem Maße komme ich in die Tiefe. In dem Maße bin ich sozusagen die Treppe meines Hauses heruntergestiegen. Das war früher eine meiner Lieblingszitate und ich glaube in meinem Buch Das Lebensfeld habe ich das zitiert von Teilhard de Chardin, der sagte, und er dreht einfach nur die Pfeilrichtung oben, aber das ist gehupft wie gesprungen. Teilhard de Chardin sagte, höheres Sein ist umfassenderes miteinander verbunden sein. Höheres Sein, in unserem Bild ist es das tiefere Sein. Das tiefere Sein ist das umfassendere miteinander verbunden sein. Das heißt, in dem Maße, wie du in deinem Erfahren, in deinem Wahrnehmen die Dinge in ihrer Ganzheit, in ihrer Beziehung zueinander wahrnehmen kannst, denken, fühlen kannst, in dem Maße verwirklichst du diese tieferen Ebenen. Man kann dieses äußere Bewusstsein, in dem wir die Dinge getrennt voneinander wahrnehmen, als Logos-Bewusstsein bezeichnen. Weil über den Verstand, über den Logos müssen wir im Nachhinein wieder den Sinn entdecken. Und die erste tiefere Ebene als Eros-Bewusstsein, das heißt, die Dinge in ihrer Beziehung zueinander wahrzunehmen. Und ich glaube, viele von euch haben in ihrem Leben solche Momente oder solche Wahrnehmungen gehabt, wo so eine Wahrnehmung von Leben spontan einbricht.
Könnt ihr mal durchforschen, ob das bei euch in eurem Leben passiert ist. Das passiert ganz häufig in sogenannten spirituellen Krisen. Die sehen äußerlich, sehen solche Phasen aus, also wenn ein Psychiater das in die Hand kriegt, dann verschreibt er ein Medikament. Das ist dann ein psychotischer Ausbruch oder, also da gibt es verschiedene Bezeichnungen dafür. Klinisch im ICD-10 findet man dort Nummern und da gibt es gute Medikamente dagegen. Aber das ist in den meisten Fällen nicht die richtige Methode. Viele Menschen haben das erfahren. Spirituelle Krisen sind Lebenskrisen, die nicht mal unbedingt äußerlich ausgelöst sein müssen, aber können. Die können mit Depression, mit Regression, die können mit fast Auflösung des Persönlichkeitskonzeptes einhergehen. Die können spontan kommen, ohne äußeren Grund. Und meistens, häufig landen sie in der Psychiatrie. Stanislav Grof, den ich erwähnt hatte, der hat von den USA aus ein Netzwerk von Tausenden von Therapeuten ins Leben gerufen, die sozusagen solche Notfallberatung in spirituellen Krisen machen. Gibt es bestimmt auch hier in Europa. Ich weiß nicht, ob es das gleiche Netzwerk ist, aber dadurch hat er sich sehr verdient gemacht. Weil das einfach von der heutigen, doch immer noch sehr materialistischen Psychologie und Psychiatrie überhaupt nicht gesehen wird und überhaupt nicht behandelt werden kann, überhaupt nicht verstanden wird als eine Vertiefung des Lebens, die schmerzhaft ist, weil damit geht häufig ein kleiner Ego-Tod einher. Ja, weil plötzlich dieses kleine Ego, in dem ja nur ein winziger Teil unserer Lebenserfahrung, unserer Lebensmöglichkeit Platz hat, wird plötzlich gesprengt. Durch die guten Medikamente findet man dann wieder zurück. Aber man würde auch durch die kompetente therapeutische Betreuung von jemandem, der solche spirituellen Krisen, solche Prozesse versteht, auch wieder zurückfinden. Aber dann eben nicht in ein noch stärker eingeengtes Ego mit noch stärkeren Mauern drumherum, wie das durch Medikamente oder durch Psychiatrie geschieht, durch noch stärkere Isolation, bist du dann eine Zeit lang erstmal wieder gut überlebensfähig, sondern eben erweitert, transparenter und trotzdem in der eigenen oder gerade dadurch in der eigenen Identität gefestigt. Aber eben mehr in der Lage, Dinge in Beziehung zu sich selber wahrnehmen und erkennen zu können. Das ist eine Möglichkeit, wie man manchmal unfreiwillig in solche Situationen hineinkommt. Also wenn ich jetzt nachdenken würde, würden mir bestimmt, also ich würde sagen, mehr als ein Dutzend Menschen einfallen, die mich auf so etwas angesprochen haben. Denen das plötzlich wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen hat. Die teilweise eine Zeit nicht mehr arbeiten konnten. Irgendwann haben sie einen Namen dafür gefunden. Einige sagten eine spontane Kundalini-Erweckung zum Beispiel. Aber Kundalini ist auch wieder ein Bild aus einer alten Kultur für die nicht gelebte Lebensenergie in uns, die irgendwie doch wie ein Vulkan manchmal ausbricht, weil sie sich durch die Kraft des Bewusstseins nicht mehr unter Kontrolle halten lässt. Andere Möglichkeiten oder andere Wege, wie solche Erfahrungen von Menschen gemacht werden, sind Nahtodeserfahrungen. Es gibt mehr Menschen, als man denkt, mit Nahtodeserfahrungen. Die spektakulärsten gehen teilweise sogar immer wieder durch die Presse. Da gibt es im Moment ganz interessante Berichte auch auf YouTube von Menschen, die solche Nahtodeserfahrungen gemacht haben, die dort ganz tief in ihre eigenen holotropen Räume, aber dann auch in die kollektiven Räume eingedrungen sind und dort ganz tiefe Erfahrungen gemacht haben. Nicht nur von sich selber, was also mit sich selber los ist und nicht nur so allgemein über diese tieferen Dimensionen des eigenen Seins oder des Seins und dieser tiefen Einheitserfahrung oder wie der holländische Kardiologe Pim van Lommel sagt, diese Erfahrung von unlimited consciousness, von unbegrenztem Bewusstsein, sondern die denen dort auch eben diese großen kollektiven Themen der Menschheit begegnen. Und so bin ich auch eigentlich auf den Titel heute gekommen, weil ich gesehen habe, dass Menschen, die aus irgendeinem Grund
diese außergewöhnlichen Bewusstseinszustände erfahren haben, entweder durch spirituelle Krisen oder durch Nahtodeserfahrung. Da gibt es ja große Studien, die Tausende solcher Erfahrungen, bis zu Zehntausende solcher Erfahrungen untersucht haben und zusammengetragen haben und geschaut haben, was ist das Gemeinsame, ja, was ist das Persönliche, was sich total unterscheidet, was ist das allgemein Gemeinsame und was weist auf kollektive Menschheitsthemen hin. Und das ist total spannend, sich das anzugucken. Oder andere Menschen kommen, das wird man jetzt nicht unbedingt spirituelle Lebenskrisen, es gibt tiefgreifende mystische Erfahrungen, die in der Meditation gemacht werden. Das ist nicht sehr häufig, weil meistens Meditation häufig auf eine Art und Weise praktiziert wird, dass sie, dass es mehr im Bewusstsein bleibt und sich nicht so sehr öffnet, diesen tiefen Schichten. Aber auch in solchen mystischen Erfahrungen. Dann hat Stanislav Grof, den ich ja schon mehrfach heute erwähnt habe, eine Methode entwickelt, aus der es eine unglaublich umfangreiche Dokumentation solcher außergewöhnlicher Bewusstseinszustände gibt, nämlich über das sogenannte holotrope Atmen. Das holotrope Atmen ist eine Methode, wo man einfach dadurch, dass man immer unter therapeutischer Aufsicht, das ist sehr wichtig, die Frequenz und die Tiefe seines Atmens einfach vergrößert. Jeder auf seine Weise. Und auf diese Weise kommen die meisten Menschen innerhalb relativ kurzer Zeit, 20, 30 Minuten, in Wahrnehmungsbereiche hinein, die also das Alltagsbewusstsein total sprengen. Und Stanislav Grof hat mit seinem Institut dort mehr als 50.000 solcher Fälle dokumentiert. Da gibt es also eine ganz große empirische Basis darüber, was Menschen dort erleben. Und das ist eine empirische Methode, die kann jeder sofort machen. Also wenn wir jetzt 3 Stunden Zeit hätten, also ich könnte das nicht anleiten, aber dann könnten wir das hier machen. Also es ist um die Ecke. Also diese holotropen Bewusstseinszustände sind für jeden Menschen jederzeit zugänglich. 90%, das geht aus einer Doktorarbeit der Anthropologie zurück, 90% aller Kulturen hatten ritualisierten Umgang mit außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen oder holotropen Bewusstseinszuständen. Das heißt, haben Menschen zu bestimmten Phasen ihres Lebens institutionell, ritualisiert durch solche Phasen hindurchgeführt. Ob das die Schamanen im Amazonas waren, die das über Trommeln oder heilige Pflanzen, die sie zu sich genommen haben mit psychedelischer Wirkung, über Musik, über Fasten, faste mal 40 Tage und schlaf nicht, da kriegst du auch holotrope Bewusstseinszustände. Es ist aber nicht ganz angenehm und es ist auch nicht gut kontrollierbar und auch medizinisch wieder so eine Sache. Oder eine gute Bekannte von uns, die Saskia John, ja, ich weiß nicht, einige von euch sie kennen, die ist Heilpraktikerin in Königs Wusterhausen oder irgendwo südlich von Berlin. Die geht dann einfach mal 24 Tage in einen völlig abgedunkelten Raum und bleibt dort. Auch eine Möglichkeit. Spätestens nach 8 Tagen, wir haben neulich eine Dokumentation, Alexander hat die mir zugeschickt, Spiegeldoku oder irgendwas, ja, da haben die Leute für 4 Tage ja, kontrolliert, mit Kameras in dunkle Räume gesteckt. Das waren, glaube ich, Amerikaner. Amerikaner, die sind ausgerastet. Die wollten einfach mal diese zeigen, was in Einzelhaft passiert und so weiter. Ja, die sind durchgedreht teilweise. Die haben ihren Verstand verloren. Gut, ich glaube, das ganze Setup der Studie hatte das schon im morphogenetischen Feld. Ja. Aber wenn man das gut vorbereitet macht, vorher darauf achtet, dass man seinen Vitamin D3-Spiegel aufgefrischt hat. Und kannst du für 2 Wochen, für 3 Wochen, ich glaube, die längste Zeit, die sie gemacht hat, waren 24 Tage. Das war ihre 3. Session. Spätestens nach 8 Tagen verbringst du fast die ganze Zeit, als wärst du im Traum, aber bewusst. Und beginnst diese tieferen, ganzheitlicheren
Dimension von dir selber zu erschließen und wahrzunehmen. In solchen Prozessen, das sollte man auch jetzt wieder nicht einfach, okay, ich klebe Aluminiumfolie an meine Fenster und faste jetzt, also einmal am Tag kommt jemand, bringt eine Suppe, vielleicht einen Fruchtsaft oder so. Und du hast auch die Möglichkeit, bei solchen Prozessen, wenn sie gut gemacht sind, eine halbe Stunde am Tag mit dem Therapeuten zu reden, weil manchmal ist das dann einfach doch zu viel, was da passiert und du musst mit jemandem reden. Aber in der Dunkelheit, ganz entscheidend ist, kein Licht auf die Augen. Weil wenn du die Augen zumachst nachts und einschläfst, deswegen ist es ja auch wichtig, im Dunkeln zu schlafen, sehr wichtig, dann wird Melatonin produziert, die Zirbeldrüse wird aktiv und es finden lauter Umwandlungen im Gehirn statt, die letztlich dazu führen, dass in unserem Gehirn andere, auch tiefere, unbewusste Prozesse an die Oberfläche treten können. Wir nennen das Träume. Wir träumen jede Nacht. Wie häufig können wir uns nicht erinnern? Weil unser Bewusstsein das einfach auch gar nicht interessiert, weil wir die Sprache nicht verstehen. Sobald das Licht angeht, ist diese Wirklichkeit wieder verschlossen. Man kann das trainieren, man kann das üben. Man muss nur Interesse zeigen, es reicht schon. Man muss sich nur dafür interessieren, man muss nur es wertschätzen. Man muss dieser tieferen Dimension in einem selber, die man für viele Jahrzehnte einfach gesagt hat, interessiert mich nicht. Ich komme ganz gut in meinem Leben klar. Für mich ist viel wichtiger, was im Spiegel steht. Für mich ist viel wichtiger, was im Fernsehen kommt. Was meine Freunde erzählen, was die Außenwelt bringt. Das ist für mich viel interessanter als das, was aus dem eigenen Inneren, aus dieser unendlichen tiefen Welt sich kommunizieren möchte. Wenn man anfängt, dort Interesse zu zeigen und das Licht des Bewusstseins in diese Welt hinein scheinen zu lassen, wird es total aktiviert. Dann kann man sich plötzlich viel mehr an Träume erinnern. Sie sagen einem mehr, man beginnt die Sprache zu verstehen. Ne? Aber so zum Beispiel so ein Dunkel-Retreat-Prozess, das ist schon eine Hausnummer. Muss man auch erstmal sich die Zeit nehmen, aber anstatt einfach mal in Urlaub für 2 Wochen in die Dunkelheit gehen. Begleitet. Ne? Ist auch ein Weg, das zu tun. 90% aller Kulturen auf diesem Planeten hatten ritualisierten Umgang. Vor allem zum Beispiel der Übergang bei Jungen jetzt zum Beispiel, die Pubertät, der Übergang aus der Kindheit letztlich ins Erwachsenenalter, da hat was stattgefunden. Da haben die in den alten schamanischen Kulturen, in den indianischen Kulturen, wurden dort Initiationen durchgeführt. Und die hatten den Zweck, da hat man nicht einfach nur, ich wurde auch konfirmiert, das soll ja auch für sowas sein, in der Art. Ja. Da haben wir halt, bin evangelisch, alle möglichen Sachen gelernt und dann gab es Gottesdienste und so, aber ich erinnere mich nirgend wirklich an diese tiefgreifende Erfahrung. Bei mir hat das nicht so stattgefunden, beim einen oder anderen mag das stattfinden, aber meinen Freunden ging es meistens genauso. Also diese Dimension hat uns da nicht so erreicht. Ne? Das war vielleicht ursprünglich mal da. Aber 90% aller Kulturen hatten ritualisierten Umgang damit. Menschen wirklich in diese tiefen Erfahrungen zu gehen. Über Trommeln, über Tanzen, über Fasten, über nicht schlafen, über in einigen Kulturen, wie gesagt, heilige Pflanzen. Die Kelten hatten solche Pflanzen, und die den Menschen einfach solche tieferen Räume eröffnet haben. Und wenn das begleitet wurde, hat sich dieser Raum erschlossen. Und danach ist die Welt nicht mehr so, wie sie vorher war. So wie für die meisten Menschen, die eine holotrope Bewusstseinserfahrung durch eine Naturdeserfahrung gemacht haben, nur einmal, und wenn es nur 2 Minuten waren, für diese Menschen ist die Welt nie wieder die gleiche, wie sie vorher war. Ihre Wahrnehmung verändert sich und ihr Handeln verändert sich so tiefgreifend, wie es kaum ein anderes Erlebnis im Leben tun kann. Das hat Pim van Lommel durch seine prospektive Studie zur Naturdeserfahrung, die in The Lancet, einer der bekanntesten medizinischen Fachzeitschriften, veröffentlicht wurde, erforscht, indem er Menschen nach einer Naturdeserfahrung während eines Herzstillstandes auf dem Operationstisch dann noch für 12 Jahre begleitet hat. Das heißt, er wollte nicht nur sehen, was für Erfahrungen erzählen die, sondern ja, es kann ja auch ein netter Traum gewesen sein. Nein, das Leben ändert sich so grundlegend. Und ich halte das für unglaublich wichtig,
und schließe mich dort ganz einem der Auffassung von einem ganz interessanten Psychologen, nämlich Professor Harald Wallach, an, der in einem sehr interessanten Vortrag, den ich vor einiger Zeit gehört habe, was ganz Wichtiges gesagt hat. Dass wenn nämlich die Gesellschaft solche ritualisierten Möglichkeiten nicht mehr hat, sondern sie, wo es geht, häufig sogar tabuisiert, indem es es pathologisiert, indem es es verbietet oder was auch immer, einfach nicht fördert. Weil das nun mal alles existiert, dann wird es projiziert. Und religiöser Fanatismus ist genau das. Wenn du es nicht erfahren kannst, aber doch dieses große Bedürfnis, diese große Leere, gerade wenn das Leben da draußen nicht die Ersatzbefriedigung liefert. Bei uns ja kein Problem. Wir haben so viel Ersatzbefriedigung, wir haben so viele Luxusprobleme, die wir Kultur nennen, dass wir überhaupt nicht auf die Idee kommen, uns groß religiös fanatisch, wie nennt sich das? Wie nennt sich das Wort? Was passiert da mit einem? Man wird radikalisiert. Ja? Passiert uns ja nicht. Aber es passiert. Und es passiert jetzt nicht nur in dem Kontext, wie wir es im Moment gerade erleben, wie es jeden Tag wieder durch die Schlagzeilen geht, sondern ich sehe zum Beispiel China. Ich war gerade in Taiwan, ich fahre demnächst wieder das erste Mal nach Festlandchina, nach Shanghai und von dort aus dann auch so ein bisschen in die Kultur und habe dort sehr viel von den Menschen gehört über diese Kultur. Gerade die Problematik, die in China herrscht, ist eine uralte Kultur, eine tiefe Weisheitskultur, die aber durch die Kulturrevolution und diese 70 Jahre Kommunismus, heute Staatskapitalismus, wie immer das zu nennen ist, aber die kommunistische Ideologie ist immer noch da, ist dort ein unglaubliches spirituelles Vakuum entstanden. Und die chinesische Regierung kriegt gerade nicht in den Griff, dass sich das Christentum dort so ausbreitet. Was ja an sich jetzt erstmal, würde man sagen, ja warum nicht, soll sich doch dort ausbreiten. Aber es breitet sich dort in einer sehr fanatischen Form aus, habe ich von meinen Freunden gehört in Taiwan, die teilweise Christen sind, die teilweise Buddhisten sind, die teilweise Taoisten sind. Die meisten sind Christen, praktizieren Buddhismus und Taoismus oder umgekehrt. In Taiwan finde ich dort eine sehr offene, transparente, spirituelle Kultur. Ja? Aber in so ein Vakuum hinein, wie das in China existiert, dort breiten sich eben gerade dann sehr fundamentalistische Religionen. Das gibt es überall. Es gibt fundamentalistisches Christentum, ja, was man manchmal so aus den evangelikalen Kirchen aus den USA hört. Das denkt man auch, das ist jetzt nicht aufgeklärt. Also es ist nicht, hat irgendwelchen paar, ne, das ist, würden wir aus unserer Sicht nicht unbedingt als spirituell betrachten, sondern eben als religiös fundamentalistisch. Und diese Gefahr besteht, wenn nicht der Zugang in einer Kultur zu der direkten Erfahrung, du brauchst die direkte Erfahrung, die das Personale mit dem Transpersonalen verbindet, die das kleine Ich mit seiner Erfahrung, mit dieser großen Gotteserfahrung, die dem Mystiker offen steht, die das Ziel der Religion, die das Ziel des spirituellen Weges ist, verbindet. Das ist so entscheidend. Und Harald Wallach hat das eben gesagt, die einzige Chance, wenn wir das nicht machen, wenn wir uns als Kultur auch im spirituellen Bereich nicht den rein empirischen Zugang wieder zurückerobern, dann werden wir als Kultur, als Zivilisation auf diesem Planeten gegen religiösen Fundamentalismus und Extremismus keine Chance haben. Warum nicht? Weil diese Kraft ist viel stärker als jede Zivilisation. Und unserer Zivilisation fehlt mehr und mehr die Kraft. Und er begründet das ganz interessant, das geht auf die Uranfänge der Aufklärung zurück, im 12. Jahrhundert. Mir entgehen gerade die exakten Jahreszahlen und Namen, aber das ist auch nicht entscheidend, der Gedanke ist entscheidend. Der Gedanke ist, dass die ganze Aufklärung ja da,
den Grundgedanken hat, die Beschreibung der Wirklichkeit rein auf die empirische Wahrnehmung zu gründen. Das war ja vorher nicht der Fall. Vorher wurde ja das Universum auch aus religiösen Texten oder maximal über Philosophie wurde das geklärt, wie das Universum ist, was die Sterne sind, was der Mond ist. Und die Aufklärung hatte diesen grundlegenden Gedanken, die gesamte Beschreibung der äußeren Wirklichkeit auf empirische Grundlagen zu stellen. Das war ein unerhörter Gedanke. Der wurde im 12. Jahrhundert gefasst. Mir fällt der Name nicht ein. Von einem Professor an der damaligen größten europäischen Universität in Paris. Der war ein Franziskanermönch. Und der durfte nicht publizieren, weil damals bei den Franziskanern wurde es damals schon in dieser frühen Zeit, musste es alles durch die zentrale Zensur des Ordens gehen. Und er hatte nur eine Chance, dieses große Werk, das als die Grundlage der Aufklärung galt, heute auch gilt, zu publizieren. Er musste es direkt zum Papst schicken. Das hat er gemacht. Der wollte es lesen und ist aber vorher gestorben. Und dann stand es 200 Jahre in der Bibliothek des Vatikans, bevor es wieder jemand rausgeholt hat. Es gab nur zwei Exemplare. Nicht? Und an dieser Stelle hat er aber nicht nur, mir fällt der Name gleich wieder ein, ist gerade weg, hat er nicht nur gefordert, das wäre ja auch wahrscheinlich für die Franziskaner nicht unbedingt das Problem gewesen, dass die äußere Wirklichkeit empirisch begründet werden muss, sondern auch die innere, auch die Gotteserfahrung, auf Empirik. Das wäre natürlich ein Riesenproblem für, könnte institutionalisierte Religion als ein Riesenproblem wahrnehmen, wenn alles empirisch begründet werden müsste, wenn sich spirituelle oder religiöse Autorität aus persönlicher Erfahrung ableiten würde, wenn sich Gottesbild aus persönlicher spiritueller Erfahrung ableiten würde und müsste und sollte. Das ist eigentlich die komplette Aufklärung. Nur diesen Teil haben wir leider vergessen. Der ist nicht durchgeführt worden. Beziehungsweise heutzutage, wo die Empirik die Grundlage ist aller Wissenschaft und auch des gesellschaftlichen Konsenses, hat man ein ganz anderes Problem. Nämlich, dass man irgendwie dieses unglaubliche Ungleichgewicht im Interesse hat. Man interessiert sich für die äußere Erfahrung und Empirik, Wissenschaft, Universitäten, Max-Planck-Institute, das wird mit Milliarden und Hunderten von Milliarden jedes Jahr finanziert. Aber diese innere Empirik, die es ja zu Hunderttausenden gibt, die gilt als subjektiv, unbedeutend. Da ist die Aufklärung nur zur Hälfte durchgeführt worden. Wir sind zur Hälfte aufgeklärte Wesen und zur Hälfte absolut angreifbar. Weil an dieser Stelle, wo wir nicht die eigene Empirik haben, wo wir die eigene Erfahrung nicht haben, wo die nicht kulturell in der Gesellschaft verankert ist, ist unsere Zivilisation immer extrem gefährdet, nämlich durch Einbrüche des Unbewussten, wie wir sie zum Beispiel in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten in Europa, über den Faschismus, den Nationalsozialismus. Ja, was dort sozusagen an Irrationalität in eine scheinbar aufgeklärte Gesellschaft hineingebrochen ist, der sich selbst Genies und große Denker wie zum Beispiel auch C.G. Jung eine Zeit nicht entziehen konnten. Weil diese kollektiven Prozesse so stark sind. Na, und das ist eine ganz große Notwendigkeit, die wir gesellschaftlich haben. Und es passiert auch. Es kommen mehr und mehr Menschen spontan in solche holotropen Bewusstseinszustände. Durch die Arbeit von Stanislav Grof und seines Instituts und die daraus entstandene transpersonale Psychologie gibt es eine unglaublich große Empirik, die zum größten Teil auf den Forschung durch das holotrope Atmen besteht. Zum anderen Teil, das ist allerdings vor 20, 30 Jahren gewesen, durch psychedelische Forschung. Das war die Zeit, wo im medizinischen Rahmen Forschung mit LSD zum Beispiel legal waren, das wurde dann ja verboten und auch Grof durfte nicht mehr damit arbeiten. Er hat als Psychotherapeut damit sehr, sehr große Erfolge erzielt
Und plötzlich war ihm sein wichtigstes Therapiemittel aus den Händen genommen. Und dann hat er diese Methode, die auf dem Pranayama begründet, nämlich dieses holotrope Atmen entwickelt. Und aus dieser Empirik heraus weiß man heute sehr, sehr viel über diese inneren Welten des Menschen. Ganz interessant ist, dass das meistens zunächst einmal über die Erfahrung der eigenen Geburt geht. Also die ersten Erfahrungen, die man in solchen Bewusstseinszuständen häufig macht, ist, dass man nochmal durch die vier Phasen der eigenen Geburt hindurchgeht, unter besonderer Betonung der Erfahrung in der Phase, in der man persönlich besondere Schwierigkeiten hatte. Und es ist selten, dass eine Geburt nicht zu einem traumatischen Erlebnis wird. Durch diesen extremen Druck, der mit dem Einsetzen der Wehen in Gang gesetzt wird, ausgelöst wird und erfahren wird, da wird das Blut abgedrückt, ja, dort wird die Nabelschnur eingequetscht, dort sind erstmal große Mangelerscheinungen da und es gibt erstmal gar keinen Ausweg. Ja, da ist noch gar kein, das erscheint als eine Situation, wo ein wahnsinniger Druck existiert und immer stärker wird, aber da ist keine Bewegung, da ist überhaupt kein, ne, das ist die zweite Phase. Die erste Phase ist dieses wohlige sich noch im Mutterleib befinden. Und die dritte Phase ist dann, wenn die Wehen schon zu einer Bewegung, einer ersten Bewegung des Embryos, das ist das schon, ist, nennt man noch, das noch Embryo oder ist das schon Säugling? Säugling erst, wenn es draußen ist. Ja? Der Embryo wird schon, und der Muttermund ist schon geöffnet und da ist schon eine Bewegung und da ist schon Land in Sicht. Ja? Das ist schon eine Bewegung nach draußen und die vierte Phase ist dann, das draußen ankommen. So diese vier Phasen und jeder Mensch hat meist in einer oder zwei dieser Phasen ganz starke Erlebnisse, die so traumatisch sind, aber in jeder Zelle unseres Körpers abgespeichert sind, dass sie in unserem Leben in fast jedem Wahrnehmungsmoment und in jeder Handlung mit hineinwirken. Und das völlig unbewusst. Das ist ein kollektiver Einfluss, der bei fast jedem Menschen da ist, der aber natürlich durch individuelle Resonanzen, an welcher Stelle ist bei mir dort etwas nicht ganz ausreichend gut gewesen. Und deswegen die meisten Menschen, die durch solche Erfahrungen hindurchgehen, kommen spontan wieder, das wieder zu erleben. Und wenn das wieder erlebt ist und integriert ist und aufgelöst ist, erschließt sich, und das ist ja irgendwie ganz logisch, die Welt hinter der Geburt. Und die Geburt ist ja der Eintritt in das Personale, in das individuelle Leben. Und der Tod ist der Austritt aus dem Personalen, aus dem individuellen Leben. Deswegen sind die Nahtodeserfahrungen so spannend. Nur die sind schwer reproduzierbar. Und es ist auch gar nicht so erwünscht, die zu reproduzieren. Aber die Geburt, die hat jeder erlebt. Und dieses Durchgehen durch diese Erfahrung öffnet, empirisch gesehen, wenn man dort hindurch ist, erwartet einen dahinter die Welt der transpersonalen Erfahrung und die Welt dieser großen, offenen, tiefen Bewusstseinswirklichkeit in einem selber. Die Geburt ist geradezu ein Symbol dafür, dass das ins Leben auch eintritt und das Wiedererfahren, das Wiedererleben der Geburt. Die Geburt eines Kindes ist auch immer wieder, wenn das in Träumen geschieht, immer wieder ein Symbol dafür, dass hier etwas Transpersonales, etwas aus einer ganz großen, tiefen Wirklichkeit in unser Leben, aus der Tiefe des Selbst, sich hinein inkarnieren möchte, etwas verwirklicht werden möchte. In der Mythologie ist diese Geburt dieses Kindes ein absolutes Schlüsselereignis. Ihr werdet euch sofort an solche Kindesgeburten erinnern. Das Kind ist, ein solches Kind, was geboren wird, ist immer ganz verletzlich und starken Angriffen ausgesetzt. Sein Leben ist immer in Gefahr. Und es hat keine normalen Eltern. Es sind immer entweder Könige, aber mindestens am besten Götter. Oder mindestens ein Elternteil muss göttlich sein. Dieser Archetyp nennt sich
sind die Weinschale, das göttliche Kind. Wir haben das in der Geburt des Jesuskindes, in der Geburt Krishnas, in der Geburt Buddhas. Dieser Archetyp geht durch die gesamte Religionsstiftung der Menschheit hindurch. Es gibt keine Kultur, die das nicht als zentrales, es gibt keine Religion, die das nicht als zentrales Kultur- und religionsstiftendes Element hat. Weil das ist das Symbol für die Erneuerung. Es ist das Symbol für das Einbrechen des Göttlichen, des tiefen Spirituellen, des Transpersonalen in das menschliche individuelle Dasein. Dass sich das Göttliche im Menschen inkarniert. Das als der eigentliche Auftrag des Lebens, des menschlichen Lebens. Also nicht eine schöne historische Geschichte, an die man sich zu Weihnachten erinnert, sondern als etwas, was jetzt in deinem Leben jetzt hier stattfindet. Das ist ein Symbol. Und wenn das beginnt, dann hast du solche Visionen, dann taucht das in deinen Träumen auf. Manchmal kommt das Kind, du hältst es in der Hand und es ist tot geboren. In meinen ersten Träumen, in denen das kam, war das Kind eingefroren. Im nächsten Traum war es tot geboren. Ich ging zu den Ärzten, die wollten sich um das Kind gar nicht kümmern. Im nächsten Traum wurde es geboren und da musste ich nach dem Grab suchen. Das geht durch viele Stadien hindurch, ja, bis du das empfangen kannst. Aber die Sprache in den Mythen, in den Religionen, die ist überall da. Es geht um das Erfahren dieser Geburt, aber das bist du selber. Das ist natürlich auch Jesus gewesen, das ist auch Krishna gewesen, das ist auch Buddha gewesen, aber das bist du selber. Und so durch dieses Wiedererleben erfolgt so dieser Eintritt in diese transpersonale Wirklichkeit. Und viele Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben oder solche Erfahrungen auch immer wieder suchen, die sehen, dass da im Moment in diesem kollektiven Feld, da wo du nicht mehr einfach nur ein isoliertes, atomisiertes Wesen bist, sondern in diesen tiefen Bewusstseinszuständen, in dem du, je tiefer du gehst, umso mehr mit allen anderen Wesen und mit allem anderen Sein verbunden bist. Heißt, diese Menschen, die dort diese Reisen in diese tieferen Bewusstseinsebenen gemacht haben, die bekommen dann auch Einblicke in das, was gegenwärtig im kollektiven Bewusstsein der Menschheit geschieht. Und das halte ich auch für ganz wichtig. Wir leben in einer Zeit, die auf eine Art Singularität zuläuft. Als Physiker weiß man, was eine Singularität ist. In einer Singularität verdichten sich Prozesse in einem solchen Maße, dass sie zu einer anderen Qualität führen, dass sie aus dem System herausbrechen. Und wenn man sich mal die Menschheitsentwicklung der letzten, mal so 3 Millionen Jahre anschaut, dann sehen wir in allen Bereichen eine Exponentialfunktion. Also, wie viele Rohstoffe gebrauchen wir oder nutzen wir? Oder verbrauchen wir? Die Belastung der Umwelt. Die Anforderung an Kommunikation auf jeden einzelnen Menschen. Alleine, was wir in unseren 30 Jahren, die wir alle schon leben, schon erlebt haben, an Intensivierung von Kommunikation. Kann sich heute noch jemand vorstellen, ohne WhatsApp, Skype, E-Mail, Handy, am besten alles gleichzeitig zu existieren? Ja? Ich nicht. Aber wir haben ja gelernt, damit umzugehen. Ja. Wir nutzen das, also viele von uns nutzen das. Die Telekommunikation auf diesem Planeten mit Computern und Handys und alles zusammengenommen, hat im Jahre 2000 die Komplexität erreicht, die ein menschliches Gehirn hat. Das ist interessant. Dadurch entsteht, durch diese ganzen Datenaustausch und Kommunikation zwischen uns ganzen Einzelwesen, die ganzen Handytelefonate, die ganzen E-Mails, die ganzen Facebook, keine Ahnung, die großen Server, Google, alles zusammen, ja, hat die Komplexität eines Gehirns erreicht
und damit die Komplexität ein eigenes Bewusstsein zu bilden. Und das nimmt immer noch exponentiell zu. Aber kein natürliches System kann auf die Dauer exponentiell wachsen. Das läuft schon auf so eine ganz sanfte Überforderung hinaus, unseres Planeten und jedes Einzelnen und des kollektiven Bewusstseins der Menschheit. Und gleichzeitig finden aber im kollektiven Unbewussten des Menschen auf dieser tiefen Ebene Gegenströmung statt. Also ich würde mal behaupten, dass die Menschheit, das ist eine kühne Behauptung, die ich auch so vor 1-2 Jahren noch nicht so gesagt hätte, dass die Menschheit, um das wirklich zu bewältigen, und ich glaube daran, dass die Menschheit das bewältigen wird, aufwachen muss. Und dass dieses Aufwachen im kollektiven Bewusstsein der Menschen wirklich ein Einschnitt auch sein wird. Das ist nicht so ein Aufwachen wie, jetzt wachen wir langsam auf, spüren wir wieder unsere Finger, jetzt bewegen wir unsere Zehen, wie man das so nach so einer geführten Meditation macht oder so. Jetzt reiben wir uns die Augen. Ne? Ist ja schön, so stellt man sich das Aufwachen vor. Es passiert ja auch individuell normalerweise nicht. Ne? Dieses individuelle Aufwachen ist ja häufig auch ein spontaner Prozess, ist häufig ein einschneidendes Erlebnis. Viele Menschen benutzen dafür die Metapher einer Erleuchtung. Aber das Leben besteht natürlich auch aus vielen kleinen Erleuchtungen. Aber dieses Aufwachen, das hat immer etwas mit Geburt und Tod zu tun. Die Geburt des göttlichen Kindes. Aber es gibt keinen Tod ohne Geburt, es gibt keine Geburt ohne Tod. Das heißt, der Geburt des göttlichen Kindes geht immer der Tod des Ego voraus. Und dieser Ego-Tod, der wird von vielen erfahren in solchen holotropen Bewusstseinszuständen und nicht nur einmal. Ja, und das ist etwas, was der Einzelne tut für sich selber, aber auch für die ganze Menschheit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, so in meinem eigenen spirituellen Wahrnehmen und so meiner selbst, der Interpretation meines eigenen spirituellen Weges, sehe ich in der heutigen Zeit eigentlich, dass das, was ich auf meinem eigenen spirituellen Weg tue, das tue ich natürlich auch für mich. Aber ich tue das und wir tun das alle auch für die ganze Menschheit. Und wenn wir ein Stück weit aufwachen, dann ist das ein Beitrag zu diesem großen Aufwachen, das stattfinden wird. Das heißt, es geht nicht mehr so darum, selber einen spirituellen Fortschritt zu machen, sondern es geht eigentlich darum, dieses kollektive Bewusstsein der Menschheit zu heilen und zu diesem kollektiven Aufwachen beizutragen. Weil letztlich auf einer ganz tiefen Ebene bist du nicht vom Bewusstsein der ganzen Menschheit verschieden. Auf einer ganz tiefen Ebene sind wir mit allen anderen Wesen nicht nur verbunden, sogar eins. Auf einer ganz tiefen Ebene gibt es ein Bewusstsein. Und gleichzeitig sind wir Individuen, das widerspricht sich nicht. Das ist für unseren Verstand ein Paradox. Aber je tiefer du gehst, desto mehr erfährst du Einheit. Je höher du wieder aufsteigst, desto mehr differenziert sich und individualisiert sich die Erfahrung und das Geschehen. Und wir haben das alle schon erfahren. Wenn wir nur Interesse zeigen an dem Schicksal eines anderen Menschen oder eines anderen Wesens, dann erfahren wir darin, zum Beispiel Mitleid oder mit Freude oder mit Gefühl, Empathie, erfahren wir darin schon ein Stück Einheit. Diese Fähigkeit, diese Empathiefähigkeit des Menschen, die Fähigkeit mitzufühlen, ist letztlich eine Projektion des tieferen inneren Wissens, ich bin du. Und was dir geschieht, geschieht mir.
In der Bhagavad Gita heißt es, dass der erwachte Yogi das Glück und das Leid der anderen Wesen nicht von dem Glück und Leid seiner eigenen Person unterscheidet, dass er das als sein eigenes wahrnimmt. Und nehmen wir diese ganz großen spirituellen Persönlichkeiten wie Buddha oder Jesus, die haben ja diese Verwirklichung gehabt, dass ihr Leiden, ihr persönliches Leiden, kollektives Leiden ist. Die haben die Verwirklichung gehabt, dass das, was sie selber erfahren, etwas ist, was sie gerade für die ganze Menschheit tun. Die haben wie ein Bodhisattva Mitgefühl mit der ganzen Menschheit und erfahren und das fühlen das auch. Aber Jesus, der jetzt ein ganz großes Symbol für diese Art von umfassendes Bewusstsein ist, hat ja irgendwo gesagt, dass nicht nur er ein Sohn Gottes ist, sondern dass wir alle Söhne Gottes sind. Also er hat es uns nicht von ihm getrennt. Wir machen ja immer gerne Religion draus, aus solchen Persönlichkeiten. Aber als dieses Beispiel, das gilt für uns auch. Was immer du in Beziehung zu einem anderen Menschen tust, tust du in Beziehung zur ganzen Menschheit. Und da gibt es viel zu heilen. Und du hast es erwähnt, so in der Geomantie, wo man eben Heilung von Orten macht oder Heilung von Städten machen möchte. Du musst mit den Menschen arbeiten, die dort leben. Natürlich hat der Ort auch seine eigene Energie. Und das gilt für Orte, das gilt für ganze Landschaften, das gilt für Staaten, die kollektives Bewusstsein haben. Aber es gilt auch für die ganze Menschheit. Und in den Erfahrungen von Menschen, die durch viele solcher Prozesse hindurchgegangen sind, spielt das immer wieder eine Rolle, dass wenn sie durch ihre persönlichen Dramen durch sind, dann fangen sie an, in ihren Prozessen nicht mehr sich selber zu heilen, sondern sie beginnen in der Heilung viel weiter zu gehen, nämlich dieses kollektive Bewusstsein der ganzen Menschheit zu heilen. Das klingt jetzt total erstmal, oh, das ist aber, fang doch erstmal mit dir selber an. Ja, es fängt immer mit dir selber an. Aber sobald du durch den Geburtsprozess hindurch bist, sobald du in diese holotropen Bewusstseinszustände hineingehst, sind die individuellen und die kollektiven Themen immer miteinander verbunden. Und du verwirklichst, dass es überhaupt kein individuelles Karma in deinem Leben gibt, was nicht auch mit kollektiven Themen verbunden ist. Dass jede Krankheit, die ein Mensch auf sich nimmt, nicht nur für sich, dass er die nicht nur für sich selber erduldet. Ich habe dort ein schönes Zitat von Christopher Bash gelesen, das ist ein Professor für Religionspsychologie an der Youngstown University in den USA, hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt, das gibt es nicht in Deutsch leider, das heißt Dark Night, Early Dawn. Die dunkle Nacht, Dawn heißt Sonne. Aufgang, oder? Dämmerung, ah ja, Entschuldigung. Dunkle Nacht, ich mit meinem Englisch habe es gelesen. Dunkle Nacht und frühe Dämmerung. Morgendämmerung, ja. Morgendämmerung, jetzt passt. Das andere hätte gar nicht gepasst. Ich habe es immer so verstanden, aber ich habe gerade gemerkt, mein Deutsch ist auch nicht viel besser. Was ist denn eigentlich eine Dämmerung? Aber damit ist die Morgendämmerung gemeint. Dark Night, Early Dawn, alles andere macht keinen Sinn. Ne? Und es bezieht sich auf The Dark Night of the Soul. Dark Night of the Soul kennt ihr sicher. Ne? Die dunkle Nacht der Seele von Therese von Avila und Johannes vom Kreuz aus der spanischen christlichen, katholischen Mystik. Eine der großen Schätze der europäischen Mystik, diese Verwirklichung, dass dem Erwachen, dass der Erleuchtung immer der Gang durch die Dunkelheit hindurchgeht, nämlich der Heilung. Und dass das, wenn das individuell gilt, unter Umständen auch kollektiv gilt. Und dass diejenigen, die durch ihre persönlichen Prozesse hindurchgegangen sind, anfangen,
die Menschheit zu heilen. In ihrem eigenen Inneren. Und wenn man sich mal überlegt, durch das die Menschheit alles durchgegangen ist, ja, was es da zu heilen gibt, das ist eine ganze Menge. Und ich glaube wirklich, dass die Menschheit dort an einem Scheideweg sich befindet, weil diese Intensivierung, diese exponentielle Intensivierung, die wir im Äußeren haben, wo so kluge Köpfe wie Stephen Hawking ja gesagt haben, ja, in 1000 Jahren müssen wir uns einen anderen Planeten suchen. Der hat jetzt übrigens gerade korrigiert. Das hat er vor 10 Jahren gesagt. Hat dieses Jahr gerade gesagt, ich denke, wir müssen uns schon in 100 Jahren einen neuen Planeten suchen. Und der ist nicht Geburtspessimist, der Mann. Der ist Optimist. Ja, der hat sich sehr optimistisch durch sein Leben hindurchgeschlagen. Und sagt, Leute, ne, das ist schon fast nicht mehr reversibel. Also wenn die Menschheit sich so weiterentwickelt, und das tut sie, und sie sieht im Äußeren nicht aus, als wenn sie gerade zum Verstande kommt. Also zumindest nicht kollektiv. Das bedarf eines inneren Prozesses. Und der findet statt. Diese große Intensivierung, die wir im Äußeren erleben, ist gleichzeitig eine Intensivierung auf der Ebene des kollektiven Unbewusstseins, des Unbewussten der Menschheit. Das findet statt. Und viele Menschen haben schon daran teil und sind innerlich schon an diesen Prozessen beteiligt. Deswegen bin ich da auch sehr zuversichtlich, dass dieses Erwachen, dieses Aufwachen der Menschheit, dass das tatsächlich geschieht. Der kleine Ego-Tod, der große Ego-Tod, der gehört dazu. Fällt mir die Geschichte von Ramana Maharshi ein, einem indischen Weisen und Heiligen, der als 16-jähriger normaler Junge plötzlich so ein Unwohlsein empfand und sagte, du, ich muss mich mal hinlegen, hat sich hingelegt. Es ging ihm immer schlechter und irgendwann wusste, mein Gott, ich sterbe. Und dann hat er seinen eigenen Tod erlebt, ist aber nicht physisch gestorben, sondern nur das Ego. Und ist in seinem Körper geblieben. Seitdem, das war's für ihn. Schön, wenn es so passiert, ne? Ego-Tod. Aber er hat nicht viel geschrieben, ein paar Gedichte. Und es gibt ein Gespräch mit ihm, das wurde in einem Buch später veröffentlicht. Das heißt, Who am I? Wer bin ich? Die Botschaft, die er den Menschen mitgegeben hat, ist, das Ich ist ein Gedanke. Und wenn der kommt, versucht zu schauen, wo er herkommt. Wer denkt diesen Gedanken? Wo ist der Ursprung? Wo ist die Quelle dieses Gedanken? Und diesen Punkt zu finden, er hat das Selbsterforschung genannt. Ja. Diesen Punkt zu finden, diese Quelle, die das Ich denkt, die diesen so hartnäckigen Gedanken des Ego ständig aufrechterhält. Wenn du die an der Wurzel erkennst. Und diese Wurzel des Ich hat Ramana Maharshi das Ich-Ich genannt. Hat das Ich, das sich ja als Subjekt dieser Welt sieht, zum Objekt des Ich-Ichs gemacht. Die gleiche Vision hatte C.G. Jung, der in einem Traum oder einer Vision, das weiß ich nicht, in Indien von hinten einen Yogi gesehen hat. Der saß mit nacktem Oberkörper, so wie ein Yogi gekleidet, im Schneidersitz, meditierend, im Lotussitz. Und dann ging er auf ihn zu und dann sah er ihn von vorne und dann sah er diesen meditierenden Yogi. Und hat gesehen, der hat mein Gesicht. Und er sah, der meditiert mich gerade. Ich bin seine Meditation. Ich bin er. Das Selbst. Oder in Indien sagt man der Atma. Das Ich-Ich. In dem sich die Illusion dieses getrennten Ego-Daseins, das die Ursache des Karma ist,
Weil es ist ja die Illusion des Ego, die dazu führt, dass wir dieses ganze Lebenspotenzial in uns individuell und kollektiv eben nicht erleben, sondern als Drama hier im Äußeren austragen. Aber entscheidend ist nur eins, letztendlich die aktuelle persönliche direkte Erfahrung. Und das ist unser Ziel. Nichts davon ist wertlos, weil alles ist Ausdruck von echter menschlicher Erfahrung. Mehr haben wir nicht. Das ist alles, was wir haben. Unsere Erfahrung. Ich glaube, das reicht für heute. Also vielen Dank fürs geduldige Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke.